Ja, hallo, willkommen zum zweiten Video über die Aufrüstung meines Mac Pro von 2009. Im ersten Teil haben wir ja die CPU, den RAM upgedatet und eine AirPort-Karte eingebaut. Und im zweiten Teil soll es jetzt gehen um die GPU, also die Grafikkarte, um die Ports, also die externen Schnittstellen und um die Festplatte. Jo, fangen wir doch einfach mal mit der Grafikkarte an. Da habe ich mir die hier besorgt, eine GeForce GTX 1050 Ti. Und zwar für 140 Euro. Inzwischen gibt es die auch schon wieder neu für 150. Die hier war general überholt. Zwischendurch waren ja die Grafikkarten mal so furchtbar teuer. Inzwischen scheint sich der Preis wieder so ein bisschen zu beruhigen. Als nächstes haben wir hier eine USB 3.1 Controllerkarte mit einem USB-A-Port, also USB 3.1 auf einem A-Port und einem USB-C-Port auch mit USB 3.1. Und man sieht es hier, der braucht externen Strom. Der hat da so einen Molex-Anschluss. Und weil der Mac ja jetzt keinen typisches PC-Netzteil hat, wo einfach so ein Molex-Anschluss frei im Gehäuse rumfliegt, brauchten wir auch einen Adapter, und zwar einen Adapter auf SATA-Strom. Also hier haben wir sozusagen 17 Euro bezahlt plus eben 2,50 € für diesen Adapter, sind also 19,50 €. Und dann Festplatte, habe ich gedacht, ich nehme hier mal das Latest and Greatest. Das hier ist eine 480 GB SSD, und zwar im M2 Formfaktor 2280, also 22 mm breit, 80 mm lang. Das ist normalerweise eine SSD, die für Notebooks gebaut ist. Die wird da einfach auf dieses Mainboard gesteckt. Und der Mac hat natürlich so einen Anschluss auf dem Mainboard nicht, weil er ist ja auch kein Laptop. Der hat ja stattdessen die 3,5 Zoll Steckplätze mit SATA-Anschluss, was halt leider im Vergleich sehr langsam ist. Und deswegen habe ich hier noch so einen Adapter geholt, PCI Express, 4 Lanes, auf eben so einen M2-Anschluss. Und das Problem, was hier noch besteht, ist, dass das eine NVMe-SSD ist. Es ist also ein neuer, also im Vergleich zum Mac Pro zumindest relativ neuer Protokoll für SSDs. Das unterstützt macOS 10 inzwischen. Also mit der aktuellen Version kann man diese Festplatten sozusagen sehen und mounten, was leider nicht geht, ist davon zu booten. Das hat die Mac Pro Firmware, auch die alleraktuellste, auch die, die jetzt mit High Sierra kam, leider nicht geändert. Das heißt, zum Booten müssen wir weiterhin bei der bisherigen Festplatte bleiben, bei der SSD, von der wir auch jetzt schon booten. Aber dieses sehr, sehr schnelle Laufwerk, das werden wir dann einfach nutzen als Scratch-Laufwerk und für Videos, damit da, wo wirklich viele Daten geladen und gespeichert werden, ist einfach deutlich schneller geht. Die Karte ist eigentlich PCI Express 3.0, 4 Lanes. Der Mac Pro hat allerdings nur PCI Express 2.0. Das ist also auch nur die Hälfte der maximalen Geschwindigkeit. Wobei allerdings das gar nicht unbedingt der limitierende Faktor sein sollte. Klar, wenn man einfach sequenziell Daten liest, kann das schon eingeschränkt werden, aber meistens werden Daten ja zufällig gelesen. Und dann ist der SSD-Controller ist dann einfach langsamer meistens als die Schnittstelle. Aber wir werden das sehen, wenn wir die Platte eingebaut haben, also die Platte, die SSD, das SSD-Riegelchen, wie schnell das dann wirklich ist. Ja, und zum Schluss, weil es gerade so schön war, habe ich mir noch ein Tragic MacPad besorgt. Das alte, passend zu meiner vorhandenen Wireless-Tastatur. Das ist also, passt direkt hier sozusagen dran. Ist leider noch nicht da.
Aber ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung und bis dieses Video dann fertig ist, sollte das eigentlich auch angekommen sein. So, ich habe einmal nachgeschaut, wie schnell die aktuelle GPU eigentlich ist. Die schafft hier im Cinebench im aktuellen eine Framerate von 13,37 Frames pro Sekunde. Das ist also ein total lites Ergebnis. Die Frage ist jetzt, wie schnell wird die neue GPU? Das Problem, heute so viele Probleme, aber es sind alles Probleme, die lösbar sind. Das Problem ist, dass die Grafikkarte keine spezielle Mac-Grafikkarte ist, sondern eine ganz normale PC-Grafikkarte. Das heißt, sie hat kein EFI, sondern nur ein normales BIOS. Das hilft natürlich nichts, wenn mein Rechner ein EFI-basierendes Gerät ist. Das heißt, diese Grafikkarte wird nichts anzeigen, solange bis das Betriebssystem geladen ist. Also so Sachen wie Bootlaufwerk auswählen oder Passwort eingeben, um die Festplatte zum Booten zu entschlüsseln, das wird damit nicht funktionieren. Ihr könnt diese Grafikkarte nur dann verwenden, wenn ihr sozusagen den Rechner einschaltet und dann fährt er von selber, ohne dass ihr irgendwas tun müsst, hoch bis zum Login-Prompt. An der Stelle ist dann der Grafiktreiber geladen und dann gibt es auch Ausgabe. Der Grafiktreiber ist allerdings auch nicht im Betriebssystem eingebaut, sondern den müsst ihr extra runterladen und zwar hier von MacVidCards. Link kommt natürlich wieder in die Videobeschreibung. MacVidCards bietet es an, Grafikkarten zu flashen, also dass da ein EFI draufkommt. Die verkaufen sie hier auch dann. Allerdings leider sehr teuer und aus den Vereinigten Staaten. Deswegen habe ich meine Grafikkarte lieber sehr günstig und aus Österreich bezogen. Der Treiber ist aber unabhängig davon der gleiche, ob man jetzt ein BIOS oder ein EFI auf seiner Grafikkarte hat. Und ihr müsst einfach mal schauen, auf About this Mac klicken. Da zeigt er die Betriebssystemversion an. Wenn man auf die Betriebssystemversion einmal draufklickt, zeigt er auch die Bildnummer an. Das ist in diesem Fall 17E199. Das ist die alleraktuellste. Und hier auf MacVidCards ist auch hierfür dann das aktuelle Nvidia-Image für den Webdriver, wie der hier heißt, verlinkt. Und der wird dann hier einfach installiert. Lizenzvertrag, klar, kein Thema. 200 Megabyte Festplatte, auch das ist ein Opfer, was wir gerne bringen. Passwort müssen wir eingeben, weil natürlich auch Kernel-Erweiterungen installiert werden und auch den Rechner neu starten, nachdem die Installation durchgelaufen ist. Auch das machen wir natürlich gerne. Und während der jetzt hier installiert, ha, muss man natürlich auch jetzt freigeben bei High Sierra, dass überhaupt ein Installationsfile aus dem Internet eine Systemerweiterung installieren darf. Das ist normalerweise nämlich verboten. So, jetzt läuft das hier weiter. Und während das hier läuft, können wir noch mal ganz kurz was ausprobieren, nämlich den Blackmagic Disk Speed Test. Wir wollen ja auch die Festplatte ersetzen. Schauen wir uns einfach mal kurz an, wie denn die ursprünglich eingebaute Festplatte, wie schnell die war. Müssen wir ein Verzeichnis auswählen, das wir auch schreiben dürfen, so wie zum Beispiel das hier. Starten. Und hier haben wir eine Schreibgeschwindigkeit von, naja, sagen wir mal 85 Megabyte pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von, naja, sagen wir 87 Megabyte pro Sekunde. Und ihr seht hier auch, bei diesem Tool wird angezeigt, was man damit alles machen kann. Also in ProRes HQ zum Beispiel kann man
Dann machen wir gleich, Sekunde. Kann man also Full HD auch mit 60 Vollbildern pro Sekunde schreiben, aber für 4K ist diese Platte schon zu langsam. Wenn wir jetzt stattdessen die SSD nehmen, auch wieder ein Verzeichnis, in das wir schreiben dürfen, dann sieht das hier schon gleich etwas besser aus. Also die Schreibgeschwindigkeit sind, die brechen gerade ein. Außer Cache nichts gewesen. 54 Lesegeschwindigkeit 140. Jetzt ist es etwas schneller, 100 Megabyte. Also hier geht 4K jetzt gerade mal so mit 25 Vollbildern pro Sekunde an. 60 Vollbilder ist auch mit dieser SSD noch nicht zu denken. So, und Nvidia meint, es gäbe jetzt hier einen aktualisierten Treiber. Das hier war der 103er, jetzt ist schon der 106er draußen. Und ja gut, warum nicht? Wahrscheinlich werden sie nicht unbedingt die Unterstützung verringert haben beim Update. Auch wieder hier auf die SSD natürlich. Und auch weiterhin müssen wir den Rechner dann auch immer noch neu starten. Gut, aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht anders aussehen als vorhin. Das heißt, wir lassen das jetzt hier einfach laufen und wir sehen uns dann gleich am Operationstisch, wo wir dann all diese Sachen einbauen. Dann bis später. So, hi, hier ist er jetzt wieder geöffnet und nachdem wir uns ja beim letzten Mal mit dem unteren Teil des Rechners auseinandergesetzt haben, also mit dem Teil, wo Prozessor und Speicher drin sind, geht es diesmal um den Mittelbau, also hier den Streifen. Das ist der für die PCI-Karten und die SATA-Laufwerke. Und bei den SATA-Laufwerken fangen wir vielleicht auch gleich mal an. Wir haben hier einmal eben die SSD, von der ich sprach. Das ist eine ganz geschickte. Kann man hier aufmachen. Und dann liegt die SSD hier einfach drin. Wird hier also einfach in diese Fassung hier eingelegt. Und dann wird das hier runtergeklappt und zugeschoben und dann ist die verriegelt. Das ist eigentlich ein ganz cooles System, aber eben mechanisch auch sehr aufwendig. Gibt ja auch viel einfachere, also wie zum Beispiel das hier, wo man die SSD einfach reinschiebt, hier auf den SATA-Anschluss und dann festschraubt mit 4 Schrauben. Und dann kann man die sozusagen auch hier auf diesen Rahmen schrauben und dann da reinstecken. So. Und hier ist eben, man sieht es am Apfellogo, die Original-Festplatte mit 640 Gigabyte. Mach mal auch den hier raus, so sehen die aus, wenn sie leer sind. Hier sind die 4 Schrauben, mit denen man dann sozusagen von der anderen Seite die Festplatten festschraubt. Aber wir haben ja uns darauf geeinigt, oder besser gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte ganz schnell haben, die Festplatte, die neue, und die soll deswegen auch keinen SATA-Anschluss haben, sondern direkt einen PCI-Anschluss. Und das hier ist diese Adapterkarte. Hier 4 Lanes PCI, hier so ein M2-Anschluss. Und die SSD selbst habe ich hier, 480 GB von XPG. Die kommt hier sogar mit so einem kleinen Heatspreader. Das hier ist das eigentliche Laufwerk. Auf der Rückseite stehen hier die technischen Daten. Auf der Vorderseite ist hier der Controller, zweimal DRAM, viermal Flash-Bausteine, insgesamt mit fast einem halben Terabyte. So, die SSD wird hier reingeschoben, leicht schräg. Und dann hier unten festgeschraubt.
Es ist ein bisschen kompliziert, weil man mit einer Hand die SSD runterhalten muss, mit der zweiten Hand die Schraube in das Schraubenloch stecken und mit der dritten Hand dann festschrauben. Wenn man nur zwei Hände hat, wird es etwas komplizierter. So, damit ist die jetzt hier festgeschraubt. Jetzt noch den Heatspreader montieren, der hat hier so einen Wärmeleitkleber. So rum muss der. So, das wird dann gleich unsere PCIe-Festplatte werden. Als zweites haben wir hier die USB-Controllerkarte. Und zwar hat die einen ASM1142-Controller. Hier ist zwar eine Treiber-CD dabei für Windows, aber für macOS brauchen wir die nicht, weil dieser Controller von Hause aus unterstützt wird. Hier ist unser Molex-Stecker, hier ist das entsprechende Adapterkabel und mit dem fangen wir jetzt auch einfach erstmal an. Das ist ein Adapterkabel, was eigentlich für SATA-Stecker direkt aus dem Netzteil ist. Deswegen hat es hier auch eigentlich zwei solche Plastikhalterungen. Ich musste die hier allerdings entfernen, damit ich das jetzt sozusagen hier in den andersrum in den SATA-Port Nummer 4 auf dem Mainboard stecken kann. Und um an die PCI-Karten ranzukommen, schrauben wir hier erstmal den Halter ab. Das sind zwei Schrauben. Die sind so gerändert, die kann man also auch ohne Werkzeug entnehmen. Das ist der Halter für alle vier Slots. Und jetzt können wir... Ah, hier noch ein Trick. Die ganzen PCI-Karten sind hier mit so einer Stahlstange gesichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier die alte Grafikkarte rausziehen wollte, müsste ich einmal hier auf diesen Knopf drücken am Lüfter und die nach hinten schieben. Und dann geht hier die Stahlstange mit und damit ist dann, sind dann alle PCIe-Ports entriegelt und ich kann die alte Grafikkarte entnehmen. Das hier war sie, Nvidia GeForce GT 120. So, wir fangen mal an mit der USB-Controllerkarte. Die kommt in den obersten Port, dann muss jetzt erstmal das Original-Slotblech weg. Am besten von außen gegenschütten, dann geht das leichter. Hier ist so eine Öse. Da rein. Und hier geht die Karte dann in den PCIe-Port. So, das war Nummer 1. Kriegt jetzt den Strom. Als zweites, auch hier das Slot gleich weg, kommt die SSD. Und dahin, wo eben noch die alte Grafikkarte war, kommt jetzt unsere neue GeForce GTX 1050 Ti. Sie sieht so aus, hat also einen deutlich größeren Lüfter. Und das, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr Strom braucht. Ihr seht, es gibt hier keinen externen Stromanschluss, wie das manche Grafikkarten haben. Wenn man den jetzt hier hätte, wenn man hier jetzt externen Strom bräuchte für die Grafikkarte, sind hier die beiden Anschlüsse hier unten in der Ecke. Zweimal PCIe Mini-Anschlüsse für zusätzlichen Strom. Das Problem dabei ist allerdings, dass eben dieser Mini-Anschluss eben nicht standardmäßig ist. Da braucht man also ein spezielles Adapterkabel. Aber das Problem haben wir nicht, weil diese Grafikkarte hat eben keinen externen Strom. Die kann dann also jetzt hier rein. So. Sitzt auch.
hat hier auch ein bisschen Platz noch, weil eben die der Slot Nummer 2 hier frei ist. Kann die hier auch atmen. Jetzt können wir hier den PCI-Slot wieder verriegeln und auch von hier oben wieder zumachen. Das Ding hier so reinwinkeln und die Rändelschrauben wieder anziehen. So, und dann kommen jetzt die Festplatten wieder zurück. Hier unsere SSD. Ist Nummer 3. Einfach reinschieben. Die Drehfestplatte Nummer 1. Und zu guter Letzt hier noch Nummer 4 wieder, aber wie gesagt, das kann man natürlich jetzt nicht mehr verwenden für eine Festplatte, weil ja hier jetzt das Stromkabel drin steckt. So, damit hätten wir es. Zwei Slotfläche haben wir jetzt übrig und eine alte Grafikkarte, die natürlich aufheben. Für den Fall, dass doch mal was im Bootbildschirm gemacht werden muss, dann muss die wieder rein, weil die, wie gesagt, hat ja kein EFI. Jetzt nochmal von der Seite hier geschaut. Unsere neue Grafikkarte in hübschem Schwarz. Hier sieht man nichts, das ist die SSD. Und hier der USB-Controller mit einem USB-A und einem USB-C-Port, jeweils USB 3.1. Und jetzt fahren wir die Kiste mal hoch und gucken, was passiert. Der Rechner ist wieder hier und ich habe natürlich erstmal die Grafikkarte getestet. Und zwar hier mit Cinebench hat sie ein Ergebnis von 56,85 Frames pro Sekunde erreicht. Das ist also mehr als das Vierfache. Das ist jetzt noch nicht so ganz das Traumergebnis, was ich eigentlich erhofft hatte, aber es ist zumindest mal mehr als viermal so viele Frames wie mit der alten GT120. Ich habe dann auch nochmal einen Geekbench OpenCL-Test gemacht. Da kam eine Punktezahl von 71.340 raus. Das ist unendlich viel mehr als die alte Grafikkarte, bei der ja OpenCL überhaupt nicht funktioniert hat. dann ein kurzer Blick auf die Geschwindigkeit der Festplatten nochmal. Ich habe sie jetzt nochmal gemessen, während ich gerade keinen Screencast aufgezeichnet habe. Und da kam eben für die Festplatte, für die 640 GB HDD, die ursprünglich bei dem Gerät auch dabei war, raus. Diese Geschwindigkeit, schreiben mit 83 MB pro Sekunde und lesen mit 84 MB pro Sekunde. Die alte SSD habe ich auch nochmal gemessen und hier komme ich tatsächlich einfach nur auf 95 MB pro Sekunde beim Schreiben und 137 MB pro Sekunde beim Lesen. Dann, um natürlich auch mal die USB-Controllerkarte zu testen, habe ich dann einen Speedtest gemacht mit einer SSD, die ursprünglich bei meinem MacBook Pro Retina von 2012 dabei war, die eingebaute SSD. Die habe ich mal abgegradet und die alte SSD dann in ein USB 3-Gehäuse verfrachtet. Und da kommt dieses Ergebnis raus, 163 MB pro Sekunde beim Schreiben und 396 MB pro Sekunde beim Lesen. Nur mal so zum Vergleich mit der USB 2-Schnittstelle, die im Mac Pro standardmäßig eingebaut ist, könnte aus physikalischen Gründen schon keiner dieser Werte höher als 40 MB pro Sekunde sein. Also man sieht, dadurch, dass wir hier die USB 3-Controllerkarte eingebaut haben, haben wir hier zumindest mal die zehnfache Geschwindigkeit. Und man sieht eben auch, die SSD aus dem MacBook ist schon deutlich schneller als die hier eingebaute SSD. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell ist denn die
neue SSD. Hier ist sie. Sie ist jetzt erstmal nicht initialisiert, wird also komplett leer ausgeliefert. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal formatieren. Nennen wir sie mal Arbeitstitel SSD schnell. GUID. Und das machen wir dann auch gleich mal APFS. Und los. So, hier ist sie jetzt mit angezeigten 479,89 Gigabyte. Und die wählen wir jetzt aus als Testgerät und schauen mal, was jetzt hier rauskommt. Wow! Just wow! Also, obwohl wir jetzt hier sozusagen nur die Hälfte der Geschwindigkeit auf der Schnittstelle haben, PCI Express 2 statt 3, die ja die SSD auch unterstützen würde, kommen wir hier auf eine Geschwindigkeit beim Schreiben von 1353 Megabyte pro Sekunde und beim Lesen von 1400 und 64 Megabyte pro Sekunde. Das wird so unglaublich toll, denn wenn man es mal vergleicht mit der Festplatte, dann sind das durchweg mindestens die 16-fache Geschwindigkeit. Ich werde dieses Video hier auf dieser Platte schneiden und werde begeistert sein, wie schnell das alles funktionieren wird. Da bin ich mir sicher. So, das war das. Aber wir sollten jetzt vielleicht auch noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was uns der ganze Spaß jetzt gekostet hat. Ich habe das hier mal kalkuliert. Also der Mac Pro, der war ja glücklicherweise auch mit der 128 GB SSD kostenlos. Das Glück hat man natürlich nicht immer, aber wenn man mal so einen Mac Pro geschenkt bekommt, ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Einfach nur irgendwo in den Keller stellen oder tatsächlich aufrüsten? Und für die Aufrüstung haben wir dann eben Folgendes bezahlt: einmal die Airport-Karte hier mit 16,90 €, die CPU mit 85 €, das Metalpad, um die CPU sozusagen dann auch einzubauen, 3,90 €, die 24 GB RAM für 46,50 €. Allerdings habe ich die 12 GB, die in dem Rechner schon drin waren, eben dann auch verkauft und dafür wiederum 30,80 € zurückbekommen. Der USB 3-Controller für 16,90 €. Dafür der SATA auf Molex-Adapter für den Strom 2,49 €. Die SSD für 143,90 € und ein Vierfach PCIe auf M2-Adapter, um die einbauen zu können für 7,04 €. Die Grafikkarte für 139 €. Wie gesagt, das geht jetzt gerade wieder nach unten. Und dann hatte ich mir jetzt überlegt, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die eingebaute SSD, also die alte, von der ich booten kann, wirklich sehr langsam ist, dass ich dann noch eine bootfähige SSD dazu stecken will, also auch so eine SATA 2,5 Zoll SSD. Da kostet 480 GB dann sozusagen das Bootlaufwerk und für Programme zum Speichern ja, 89,99 € und dann eben der 2,5 Zoll auf 3,5 Zoll Adapter, der einfachere, den ich euch vorher gezeigt habe, nochmal 12,99 €. Insgesamt kommen wir dann also auf 533,81 €. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, lohnt sich das? Lohnt es sich, über 500 € in diese alte Kiste zu stecken? Und ich habe hier einfach mal rausgesucht, was man denn
für einen ähnlichen Preis bekommen würde. Und zwar komme ich daraus, ist sogar relativ günstig gerade bei diesem Rechner von HPE. Und das ist halt ein aktueller Rechner, während ja der 2009er Mac Pro eben nicht mehr aktuell ist. Aber wenn man mal die technischen Daten vergleicht, der hier hat einen Opteron-Prozessor mit 4 Cores à 2,1 GHz. Ich habe jetzt einen Xeon-Prozessor, der hat 6 Kerne à. Muss ich kurz spicken. 3,33 GHz. Statt den 16 GB RAM, okay, DDR4 ist natürlich ein bisschen schneller, hat der immerhin 24 GB jetzt. Und hier ist keinerlei Festspeicher drin. Er hat allerdings 4 SATA-Slots. Hier haben wir jetzt fast 2 Terabyte dann an Festspeicher drin. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber eben auch, wie wir gerade gesehen haben, sehr, sehr schnellen. Der hier hat die Chipsatz-Grafik. Der hier hat eine richtige GeForce-Grafikkarte mit 4 GB Grafikspeicher extra. Der hat 4 USB 3 Anschlüsse. Wir haben jetzt nur 2, okay. 2x Gigabit WLAN, 2x Gigabit Ethernet haben beide. Der hier hat kein Wireless. Unserer hat jetzt immerhin 802.11n WLAN. Hier ist kein Betriebssystem dabei. Hier ist natürlich macOS 10 dabei. Und da muss man dann natürlich schon sagen, zum gleichen Preis würde ich definitiv den Mac Pro nehmen. Auch wenn er eigentlich jetzt schon 9 Jahre alt ist, ist er im Vergleich zu diesem aktuellen Rechner meiner Meinung nach deutlich besser. Deswegen würde ich sagen, das war jetzt hier ein voller Erfolg. Für etwas mehr als 500 Euro habe ich jetzt eine wirklich gute Workstation, mit der ich wahrscheinlich noch lange, lange arbeiten kann, auf der ich jetzt dieses Video schneiden werde und mit der ich bestimmt sehr glücklich bin. Das nur, falls ihr mal so einen alten Mac Pro irgendwie angeboten bekommt und euch überlegt, ob sich das lohnt, den aufzurüsten. Mein Fazit, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.